Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von heute wieder mit dabei, natürlich mein Bräuchchenknäppchen. Hallo. Hi. Und meine Wenigkeit, der Nobody. Ihr Lieben, uns ist hier der Strom ausgegangen. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Location. Balboa Island, wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken. Ja. Wir sind unterwegs. Und ja, wir haben hier einen kleinen Motor, oben unser Steuer. Wir sind jetzt wirklich in der Lage, uns gut zwischen zwei... Ach du je, ich sehe die Insel. Das muss ein Riesending sein. Ich glaube, das ist die Insel mit dem Bär. Ah, du wolltest einen Speer und eine Axt, ja Schatz? Genau, Schatz, wir sind noch über 1 Kilometer von der Insel entfernt. Ach du Scheiße. Da würde ich sagen, gehst du auch nicht alleine, da gehen wir dann gemeinsam, wenn er wirklich der Bär ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich diese Insel ist. Ich glaube, dass nur eine große Insel ist, die auf dem Weg ist. Oben haben wir, glaube ich, hier einen Händler oder so. Mhm. Ah, wir sind jetzt schon gleich am Ufer, das kann jetzt unmöglich sein. Ich jetzt gerade. Warte mal, habe ich mich verguckt? Ist da noch eine andere Insel? Tatsache ist könnte. Wobei, das legt an Entfernung zu. Nee. Und Schrott. Wow, ja, genau. Hm. Also Axt und Speer sind wieder unten in der Kiste, Schatz. Ja, sie. Bitte? Ich würde sagen, ich hole mir mal das schon mal rein, das schon mal rein. Das war nicht da. Boah. Mal 1, 2, 3. Barbecue, das sieht lecker aus. Probier's mal, das müsste angerichtet sein. Nö, das sehen wir uns gleich auf, genauso wie das Steak. Marmelade. Okay. Ne? Was ich aber mal hole, ist gerne das Kokosnusshähnchen. Ja. Ja, füllt einen komplett auf. Ja, kommen wir jetzt nicht. Oh, ich kann sogar noch mal eins machen zum Barbecue. Hm. Meine Lieben, ich bin ein bisschen. Ja, das stimmt, ein bisschen ruhig, weil ich bin. Sind wir einmal wieder weg? Nein, will ich nicht. Hallo? So, Motor an. Nobody. Boah, ich mich jetzt erschrocken. Doppel noch was. Nein, sie mir nicht. Ach du je. Was ist denn hier los? Das ist ja cool. Okay, man muss sich an die Teil zum Drehen gewöhnen. Hm. Ah, jetzt sind wir drüber hinaus. Ach Mensch. Schatz, könntest du mal am Monitor gucken? Ja. Ja, fast ist das Blaue fast auf 12 Uhr? Ja. Kommt hin. Ja, so ist gut. Gehen wir uns weiter? Ist nee, okay, ist nicht gut. Wir driften wieder ab, Schatz. Muss richtig auf 12 Uhr Position sein. Ja, es geht halt immer zwischen 1 und um 11. Tut es immer hin und her schwanken. Jetzt sind wir beim 1. Das ist komplett falsch. Und für mich sieht es auf 12 aus. Aber wir entfernen uns? Lieber Motor, was ist denn hier kaputt? Immer noch? Ich bin gerade ein bisschen erschüttert.
sagt er, wenn wir wieder auf Kurs sind. Bis jetzt entfernen wir uns noch. Jetzt sind wir... Jetzt. Ja, aber mit Segelpower. Hm. Ja, ganz langsam. Also das mit dem... Ja, es dauert ewig. Ah, ich verstehe. Also muss ich doch sagen, ich baue es provisorisch mal hier hin. Ja. Das ist dann am einfachsten zu bedienen. Denn so kann ich sagen, so. Das war das Problem an der Sache. Ja. Muss ich erstmal essen. Ich war schon gerade. Wir brauchen dringend wieder Planken. Ja. Ich schaue mir mal 5 raus. Mhm. Was? So. Noch schneller vorangehen. Alter, ich gucke jetzt. Ich muss mal schnell was essen. Und? Ja, ja. Okay. Guck mal, wie schnell wir jetzt unterwegs sind. Ja, das ist doch schon ein bisschen was. Geht doch schon ein bisschen. Ja. Ja, ich weiß. Du hast auch noch Durst. Weil ich das Ding eben hier hingebaut habe, konnte man halt nicht die Richtung sehen. Und das da habe ich gedacht, nee, das geht doch nicht. Was will mir diese Markierung sagen? Ein Rad gleich 100 Grad? Doch, das geht nicht kaputt, das Teil. Ich hoffe es nicht, ja. Das wäre dann ein bisschen blöd. Ja. So, 1,12. Wir nähern uns. Dann ist es dann doch so, wie ich gesagt habe, höchstwahrscheinlich, dass es doch kaputt geht. Es wäre richtig blöd. Ja. Ach, der Fisch fehlt noch. Nein, jetzt habe ich es gegessen. Egal. Ich hab Hunger, lass dir schmecken. Ja, ich habe nur rohes Fleisch gerade gegessen. Das geht doch. Aber weißt du was? Wir haben ja Holz. Wir haben ja Holz. So, das letzte Barbecue, was ich mache. Ah ne, ich könnte, glaube ich, sogar nicht eins machen. Oh, wir müssen unbedingt nochmal grillen demnächst. Ja. Wir haben so einen geilen Grill und das ist so selten, leider. So, ein Stück Holz haben wir nochmal dadurch bekommen. Samen sieht aber mau aus, aber jetzt geht's wieder. So. Och, nee, Akku. Also Batterie. Hat mich nicht mehr gehalten. Gut, 800 irgendwas Meter, 870 Meter waren es. Okay. Im See. War dann eine andere Insel, die wir gesehen haben. Ah, oh, okay.
Ah, jetzt sehe ich weit und breit diesen riesen Hoshi nicht mehr. Ja, auch krass gewesen. Ich gehe mal unten unsere Netze klären, wie viel wir da schon haben. Ich war schon gerade eben, aber guck mal. Achso, ne, ist noch nicht wirklich viel. Achso, schon auf der Seite hast du ja auch schon. Ja, ja, ja. Kommt so ein bisschen Treibgut immer wieder rein. Ja. 720 Meter. Oh, ein Manta-Rochen. Okay. Boah. Das war jetzt ein langer Lack. Yep, in der Tat. Das veranlasst mich auf Speichern zu drücken. Aha. Ja, ich sehe schon die Insel. Ich sehe deswegen, jetzt. Ja, das war vielleicht auch der Lack. Deswegen vielleicht. Ja, ich muss nach unten gucken, da sehe ich es ein bisschen. Ja, die sieht ein bisschen, ja. Siehst du auch? Ja. Ja, ist ein bisschen groß. Das Schöne ist, wir können jetzt hier richtig navigieren. Wir haben. Mhm. Aha, ich freue mich so. Ja, jetzt sieht man es auch so normal. Also die Ratten waren sehr ergiebig mit dem Fleisch. Das hat sich sehr gelohnt. Deswegen konnte ich jetzt auch das Barbecue machen. Auf jeden Fall. Lecker. Lecker, schmecker, fein und rund und in meinem Mund. Weißt du was? Ich bin mir den Cocktail Possession. Mhm. So. Wir müssen mit Wasser aufpassen, Schatz. Schon wieder? Ja. Ja, mache ich jetzt gleich. Nobody, der faule Hund. Wir müssen uns eigentlich nochmal so eine Flasche craften, nur für das aufzufüllen. Das ist dann effektiver, als wie mit dem Becher zu laufen. Ja, ich wollte eigentlich so eine Kiste nochmal dahinstellen und wollte da einige Flaschen dann schon vorfüllen. Da stehen ganz komische Bäume, die habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Und dünne Stämme. Okay. Ja, ich glaube, das ist die Bäreninsel. Ich glaube. Sind das zwei Inseln? Nee. Nee, das ist eine zusammenhängende. Das sah so aus. So, ich muss mir auch mal einiges jetzt machen. Ich brauche einen Speer. Ich hoffe, wir kommen da gut hoch. Weil bis jetzt sehe ich kein Indiz, dass wir gut raufkommen. So, wir sehen noch wie viel. Auf 400 Meter, 460 Meter entfernt. Ja, das ist ein Hoshi, das ist mal eine Insel. Ja. Das ist mal eine Insel. Bräuchtest du das Paddel oder kommst du gut hin? Ich glaube, wir sollten gut hinkommen. Ah ja, wir werden es sehen. Ich sehe es. Ja, die hat schon eine gute Größe. Ah, größer als eine Standard-Rieseninsel. Ja. Aber ich glaube, es gibt noch größer, ich weiß es nicht. Also ich sag dir mal so, stell dir mal vor, du bist echt so gestrandet oder so einem komischen Floß unterwegs. Ja. Sorry, sowas wird nie auf hoher See schwimmen. Ja. Und du würdest dann zu so einer Insel kommen. Natürlich würdest du dich da niederlassen. Ja. Sagen, hey, endlich. Land. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen wie ein Waterworld, wo der dann auf einmal sagt, wo die am Festland sind. Oh, das ist die Landkrankheit. Ja. Okay, ist diese echt komisch mit dem Film. Ja. Okay. Okay, dann holst du. Ich würde sagen, kannst du mal gleich runtergehen? Ja. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen den Kurs ändern. Mhm. Dass wir da in die Ecke kommen, wo wir vielleicht hochkommen. Ich weiß es noch nicht, ob wir da hochkommen. Wir werden es sehen. Mhm. Wir werden es sehen. Kannst du den Motor gleich, wenn ich der sage, ausschalten und dann den Anker? Ja. Ja, da muss ich bloß gucken. Wie? Hier kommen wir garantiert nicht hoch. Ich muss uns dahin navigieren.
Sag dann, wenn ich abstellen soll den Motor. Wir kommen noch nicht dran. Nee. Ja. Doch, da oben ist eine Brücke. Vielleicht müssen wir von da hoch. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Mhm. Hauptsache sind wir schon mal bei der Insel. Den Rest können wir dann gleich gucken. Ey. Ich weiß nicht, dass unser Raft hier durchpasst. Boah, guck dir mal was an. Guck dir mal das an. Hm, ja, ich glaube, wir müssen hier hin. Aber ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Also hoffentlich lässt uns der doofe Hai in Ruhe. Jetzt wäre schön, wenn wir uns noch so ein Mini-Raft zusätzlich da machen können, womit wir ablegen können. Mhm. So, Schatz, ich glaube... Motor aus. Anker. Gut. Oh, sieht aber schön aus. Das sind Laubbäume. Ja, ja, deswegen. Ganz, ganz neue Bäume, also für uns zumindest. Wir waren noch nicht so weit. So, das heißt, gut Essen mitnehmen, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir einiges finden werden. Boah, Holz. Holz haben wir wieder ein bisschen was, ne? Ja. So, Essen würde ich sagen, ich nehme mir mal so ein Steak mit. Ich nehme mir eine volle Flasche Wasser mit und ja, auch Steak und sowas. Obwohl ich denke, dass wir. So eins mit, eine volle Flasche Wasser. Wir werden auch bestimmt wieder Melonen und sowas kriegen, aber... Das, was du sagst. Was. So, diesmal komm ich hier mit. Hallo? Hast du auch einen Speer, Pfeil, etc.? Stopp, ich muss noch Pfeile machen. Ich habe nur 6 Pfeile, das reicht nicht. Ah ja, mir kannst du auch noch mal ein bisschen ein paar machen. Ah je, da brauche ich Holz, Stein. Stein habe ich genug. Weißt du was, das kann ich hier lassen, weil es ist eh gleich abgenutzt. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So, kann ich das hier verschroten? Nee, komm, ciao. Ich bin hier schon wieder. Ich hasse dieses Problem. Es ist. Weißt du was? Ich würde sagen, bevor wir da aufbrechen, müssen wir gleich noch schlafen. Ja. Ah. Dann bringen wir nochmal Vollfutter. Bin ja mal gespannt, wie das mit den Tauchen hier ist. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen einen Cliffhanger. Wir sind jetzt ein bisschen unter 20 Minuten. Aber ich glaube, wir werden hier eine längere Folge danach haben. Wer weiß. Aus dem Grund... Es sah so aus, als ob du... Noch erwischt? Ja, die ist mit. Nee, nee. Oh, guck mal, überall Federn, überall Federn, schön. Gut, wie gesagt, ich glaube, wir sind am Ende einer Folge. Ne? Ja. So ein kleiner Cliffhanger. Mhm. Ich würde sagen, hier haben wir sehr viel zu tun. Ne? Ich weiß nicht, ob wir auch hier diese Bäume fällen können oder ob es da viel zu fällen gibt. Wir müssen dann sehr wahrscheinlich ein paar Mal hin und her. Wir passen definitiv nicht hier durch. Wir müssen uns dann orientieren, wie wir schwimmen können. Ich glaube, wir müssen erstmal versuchen, hier links an Land zu kommen und dann versuchen, an der Wand vorbeizulaufen. Dass wir nicht so im Wasser sind wegen dem Hai. Mhm. So, Frauchen, ich bedanke mich bei dir. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Immer gerne, Schatz. Oh, da liebt sie. Und liebe Zuschauer, ich bedanke mich auch herzlich bei euch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt. Wenn ihr mich denn gerne unterstützen möchtet, könnt ihr gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen und auch auf die Glocke drücken. Dann verpasst ihr nichts mehr. Bis dahin, vielen Dank und ciao, tschüss. Tschüss. Tschüss.